In Imperial year 1181, the new Adrestian Emperor, Edelgard von Hressfeld, led a strategic assault against the monastery at Garrick Mach. Though her own losses were great, her foes had no choice but to surrender. Archbishop Rhea commanded the Knights of Serros, leading from the front lines against the Imperial army. But amidst the chaos of battle, she vanished, and her whereabouts remain unknown. With this single attack, the Adrestian Empire officially launched its offensive against the Holy Kingdom of Fargus and the Lester Alliance. The unification of Fodlan has begun. Und damit Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem 3 aus Golden Deer. Ja, wir haben beim letzten Mal haben wir versucht, Garrick Mach gegen Edelgard zu verteidigen und ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht lange gut gelaufen. Im Endeffekt haben wir verloren. Rhea ist verschwunden. Ich bin verschwunden. Es ist überall Krieg. Edelgard hat Fargus und die Lester Alliance angegriffen und alles ein bisschen mies. Schultage vorbei. Mies. Dabei habe ich doch eigentlich gewonnen, Mann. Im Kampf. Aber in Wahrheit haben wir irgendwo verloren. Ach, miese. Part 2. Verdant Wind. Ethereal Moon. Reunion at Dawn. It is Imperial year 1185. Nearly 5 years have passed since the fall of the monastery at Garrick Mach, and war continues to plague the lands of Fodlan. Ferdiad has been captured. The Holy Kingdom of Fargus is in shambles. The Lester Alliance is on the verge of collapse, fractured by two opposing factions, those who support the Adrestian Empire and its ruler, and those who seek her demise. Meanwhile, under Emperor Edelgard's rule of law, the Adrestian Empire continues to expand its reach. The path to a new Fodlan, unified by Imperial strength, may yet be in sight. Yeah. Scheint so, als würde es das Königreich nicht mehr geben. How long do you intend to sleep? Das kommt mir bekannt vor. Your eyes must open now, and you must find the strength to stand upon those legs of yours. Like so much rain, a pool of blood has fallen to the ground. As spears and arrows pierce the earth, it weeps. And even now, it weeps. In order to survive, they kill. And so the people of this world are lost in an abyss of suffering. They weep as well. The only one who truly knows the nature of such things is I. Or rather, you. Oh, ich bin noch ganz schläfrig, ey. Oh, you are a complete and utter fool. Have you not changed one bit? Get on your feet. Right now, I'll coddle you no more. You are just like a child, always needing me to hold your hand. Hoppla. Mensch. Hey, are you awake? Wer bist du, Dörfler? Ich kenne dich nicht. Wo bin ich? We're in a village at the base of the monastery. What are you doing in a place like this? I honestly didn't expect to find someone floating away down the river. Garrick Mach is upstream of here, but that place was abandoned. Was? Was meinst du damit? Huh? You don't know? The Church of Serros isn't there anymore. Though there have been some folks still living there in the 5 years since, well, you know. Anyway, I've heard some thieves have been spotted around those parts these days. Diebe? 5 Jahre? Are you feeling all right? You didn't hit your head or anything, did you? It's the ethereal moon of the year 1185. It's been nearly 5 years since the monastery fell. Tomorrow was supposed to be the Millennium Festival, but who's got time to think about things like that? Die 1000-Jahr-Feier? Klassentreffen! Wir müssen schnell dorthin!
Yeah, that's what I said. But with the war and the Archbishop still missing it all, I doubt there's a soul to be found who has enough blessings worth counting. Hey, slow down, will ya? Where do you think you're going? Ich muss wohin? Zum Kloster. Are you crazy? I told you. They say thieves are running amok up there. And there's plenty of other dangers, too. Come on, du würdest das nicht verstehen. I promise I won't say you're a coward. Just forget about going anywhere near the monastery. Mm-mm. You just remember, I tried to stop you. Got it? It's not on my conscience if you wind up dead. Das stimmt. Meine Studenten erwarten mich. Students? You really are crazy, aren't you? There aren't any kids anywhere near that place anymore. Unbelievable. Ich hoffe, denen geht's gut. Unbelievable. You overslept, Teach. Pretty rude to keep a fellow waiting like that, wouldn't you say? What's with that surprised look, my friend? You didn't really think I'd given up on you coming back, did you? Can you feel it? A new dawn is finally here. Not just for us, though. No. For all of Fodlan. It's been 5 long years. Where have you been, Teach? You don't really expect me to believe that you've been napping this whole time, do you? Ich habe scheinbar die ganze Zeit geschlafen. Gott, Claude ist so erwachsen geworden. Schau dich mal sein Bärtchen da an, ja? Oh. Und er hat den kleinen Zopf nicht mehr. That's a good one. Except that's not your lying face. I guess I've got no choice but to believe you. You're not exactly normal to begin with, so it's not a huge stretch to imagine you sleeping for that long. And this is where you say, just kidding, right? If this is a rib, now's the time to fess up. Nein, das ist die Wahrheit, Claude. Keine Lügen. Du musst lernen, mir zu vertrauen, dass ich eine Menge Zeug nicht weiß und nur Blödsinn erzähle. You must be insane, and yet... fine. I believe you, okay? Okay. That means you don't know anything that happened after your last battle, right? Mm-mm. I guess it's on me to catch you up. Okay, hau raus. As you can see, Garrick Mach was crushed by the Empire and was never restored. No! The monastery is in ruins and the town is in pretty bad shape too. Can you guess why? Edelgard? Hat Rhea auch geschlafen? Ist Rhea gestorben? Her body was never found, and the Empire never declared that she'd been killed, so no telling. Hmm. All we know for sure is that Rhea suddenly vanished during that battle 5 years ago. The Knights of Saros have apparently been searching all over Fodlan for her, but the fact that this place is in ruins tells me they still haven't found her. Wir müssen sie finden. True. I've got a mountain of questions I'd like to ask her after all. But I'm not so sure whether it would be good for her to return as the Archbishop. Rather, with her gone... never mind. This could be a dangerous conversation. Before we discuss the state of affairs in each territory, are you hungry? Yeah! You must be. It's not much, but I did bring some food with me. Let's eat up and go from there. Okay. Und was meintest du damit? Rhea sollte nicht mehr die Erzbischöfin sein, hm? Erklär dich, Claude. I am stuffed. Even the most humble of meals taste great with the right company. Willkommen übrigens zum Hauptdom von Garrick Mach, also die große Kapelle, wo auch immer Rhea stand und so. Oder wo wir auch meistens Marianne getroffen haben, all sowas, ja. Und da ist jetzt dieser riesige Schutthaufen. Oh, leider ist das ein bisschen, leider ein bisschen schade am Partout. Es ist so ein kleiner Nitpick. Ich meine, das ist wirklich nicht zu mies, aber Gott, ist dieser Schutthaufen hässlich. Er stört mich so sehr dort. Oh. By the way, Teach, do you remember the night before the ball? I know it was 5 years ago. But we promised that the Golden Deer House would reunite during the Millennium Festival. Deswegen bin ich hier. Today's the day we promised to meet up. But no one's here. Wir beide sind hier. Es ist noch früh. Wahrscheinlich mögen sie uns beide nicht besonders.
Es ist noch früh. Ja, sie könnten noch kommen. True. There's still some daylight left. Let's wait just a little longer. You never know. Maybe someone will show up after all. Hey, so wie... Just waiting around sounds boring, so why don't we get in some exercise? Okay. Help with digestion and stuff. Lassen paar Banditen abschlachten. Was sagst du dazu? You must be in bad shape if you've been sleeping for 5 years. It'll do you good to get your body moving again. Okay. Wollen wir Sport machen? Something like that. Look, if you come with me, you'll understand. Oh, and don't forget your weapons, okay? Make sure neither your leadership nor your skill with a blade have dulled. Okay. Gehen wir jetzt ein paar Banditen verprügeln? Oh. In the holy kingdom of Fargus, imperial loyalist Cornelia has subdued all regions of the former royal house of Blathid to prevent further revolt. Prince Dimitri has been sentenced. Now, the backbone of the former kingdom, houses Gautier and Fraldarius, struggle to continue the resistance. Cornelia, operating out of the royal palace, has accepted the support of the Empire to build an army and plots to wipe out all remaining kingdom forces. In the Leicester Alliance, House Regan leads an anti-imperial faction, while House Gloucester directs the Empire's supporters. Despite the undeniable threat of fracture, the Alliance's adept new leader, Claude, deftly maintains the outward appearance of a unified front. In Enbar, the imperial capital of the Adrestian Empire, Emperor Edelgard fights to strengthen her regime. She has extended her reach to the kingdom by inciting a coup and continues to draw its former lords under her influence in pursuit of controlling all of Western Fodlan. In the meantime, the Knights of Serros have been dispatched to find Archbishop Rhea, who remains missing despite their searching. Left unattended, the monastery at Garrig Mach has fallen to ruin and become a haven for thieves. So, also einiges an territorialer Erweiterung vom Empire. Genauso haben wir ein Puppet-State mit dieser einen pinkhaarigen Dart. Das Kingdom von Fargus ist nur noch ein kleiner Streifen, dementsprechend existiert das Königreich wahrscheinlich in der Hinsicht nämlich nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Lords, die da zusammenhalten. Und die Allianz ist gespalten zwischen Ring und Gloucester. Lawrences Eltern. Lawrences Vater, was machst du da? Lawrence! Oh nein. Jagd bei Tagesanbruch. Grüner Wind, Kapitel 13. Wiedersehen in der Dämmerung. Yeah. The thieves are here. Apparently they're trying to run off with treasures from the monastery. Ich wusste es. Intruders, protect the goods. Ja, okay. Rein da. This is gonna get expensive. Collect everything the thieves carried out. Ja. Seht ihr das? Wir sind zu zweit und ihr seid so ein paar Millionen Diebe. Aber kein Ding. So, Claude übrigens sollte ein, Wyvern-Meister sein. Ich glaube, ist das nicht sogar seine feste Klasse irgendwie? Er kann dabei Magie nutzen? Oh, das ist krass. Ich hatte keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Er ist nicht das gleiche, was er vorher war. Er ist in seiner persönlichen Klasse. Er hat Nimmerfehl, ja. Sein Hero Relic kann gefallener Stern verwenden. Nice. 18 Angriff, 20 Crit, 3 Reichweite sogar. Nur 9 Gewicht, sehr stark. Er hat noch den Stahlbogen und die anderen Waffen, die wir ihm gegeben haben. Wir haben unseren Kram, den wir behalten haben, können auch ein bisschen Magie einsetzen. Alles ganz nice, ja. Problem ist nur, wir sind ziemlich alleine hier. So, unsere Gegner haben hier 30 Angriff als Minimum, ne? Puh, ich vergaß, wie bloated die Zahlen in Three Houses ein bisschen sein können. Andere Fire Emblems, die haben jetzt nicht so hohe Zahlen. Die sind ein bisschen niedriger mal. Es ist immer ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel gestern Abend tatsächlich mal ein bisschen Engage gespielt.
Und da kann ich definitiv sagen, sind die Zahlen nicht so hoch wie hier, ja? Uff, wenn der mich trifft und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so shit dafür, mich zu treffen. Problem sind ja hier auch die Bogenschützen, ne? Ich muss doch mal schauen, hast du einen Bogen? Nee. Irgendwer, der Bögen hat. Ich hoffe nicht. Weil Claude ist hier überraschenderweise sehr limitiert. Kleiner Funfact, das hier ist übrigens jetzt kein, so wie die Kapitel auch davor bisher noch. Das hier ist kein einzigartiges Kapitel für die Route, ja. Das ist ein Kapitel, was alle spielen, egal welche Route ihr gewählt habt. Quasi eure Einweisung, ja. Obwohl, ja, je nach Haus hat man und je nachdem, was man wählt, ist Ende von Part 1 schon ein bisschen anders, ja, wegen Edelgard halt. Aber Claude kann nirgends hin. Cool. Claude ist fucking Shit. Der Mann kann nirgends hin. Oh, das ist mies. So, hier unten sind weniger Gegner und da könnte ich zum Bogenschützen. Ich denke, das ist mein großer Plan. Und das ist wahrscheinlich an der Zeit, dass wir das ewige Schöpferschwert verwenden. Let's go! Fuck, du hast dich getroffen. Ja, gut, mies. Ah, pass auf! Dankeschön. Ja, ich weiß, dass du es... Okay, übrigens, Mixturen haben wir jetzt. Ab jetzt sind Mixturen sehr viel besser als Heilmittel, weil Mixturen heilen 20 KP statt Heilmittel, die nur 10 heilen, ja. Heilmittel sind ganz nett, aber ne, an dem Punkt ist eine Mixtur halt sehr viel besser. Ja, und ich brauche halt das Schwert. An dem Punkt bringt Sparen jetzt auch nichts mehr. Wir müssen die Gegner effektiv und schnell erledigen, auch wenn ich dich treffe. Hör auf, mit dem Schwert zu blocken, Mann. Okay, der Bogenschütze kommt und er trifft nicht, ne? Er trifft nicht, ne? Willst du mich verarschen? Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. So, der Typ kommt hier hin, ja? Das ist klar. Wie sieht's aus? Irgendjemand anders, der noch da theoretisch hinkäme? Hier unten irgendwo ein Bogenschütze. Nee. Das heißt, Claude, wenn wir jetzt hier hingehen, den Typen erledigen, also du erledigst den, dann kannst du dich ja tatsächlich bewegen. Dankeschön, Mann. Let's fucking go! Yeah. We're all desperate, aren't we? Das ist jetzt unser Territorium, ja. Claudes Territorium. Wie viel haben wir hier? 22 Verteidigung mit dem Bataillon. Dass ich immer das Bataillon nachschauen muss, ne? Auch wieder schön an den Gage. Ich muss sowas nicht nachschauen. Die Unsterblichen. Das ist aber jetzt kein Bataillon, was ich dir normalerweise gegeben habe, ne? Ich hoffe, es wird dir gut tun. 22 Verteidigung. Wie viel Angriff hat der Typ? 22 gut 0 Damage. Sehr schön. Ich würde fast sogar sagen, geilo! So, wir haben das Schwert ein wenig verwendet. Ich könnte weiter mit dem Schwert gehen. Ich brauche aber was mit besserer Trefferrate. In dem Punkt ist, glaube ich, Magie gar nicht so dumm, ne? Ja, Magie hat die höchste Trefferrate im Moment. Gönn dir mal ein bisschen Magic! Ja, ich meine, er macht keinen Schaden. Das heißt, für mich ist er nicht so seine Gefahr, das passt. Mehr Speed und mehr Magic ist gut, ja? Okay, der Typ will sich jetzt ein bisschen mit Claude boxen. Du machst den kaputt, ja? Deine Trefferrate war shit, aber du hast mich nicht enttäuscht. Dankeschön, Mann. Dankeschön, Claude. Pass auf! Der will dich sowas von boxen. Der hat übrigens Silberpanzerhände. Kann ja auch nicht erwarten, dass du mit 59 zweimal triffst, ne? Oh? Oh? The barbarity is even worse than the rumors. On my honor as a noble, I will expel these ruffians. Today was supposed to be a happy day. The monastery is in such disrepair. Hilda! Over there. Is that the professor? And the others? Professor! You're alive! Guess we better handle this before I celebrate, though, huh? You finally made it. I suppose virtue still exists in this crazy world after all. Ich bin gerade massiv perplexed. Ich meine, nicht alle sind hier, ja.
Aber komm, immer von hier, von links, die Leute. Aber ja, Leute, wir sehen anders aus. Wir haben hier Leonie, ja, in ihrem neuen Outfit. Generell, wir haben alle in ihrem neuen Outfit. Sie hat sich ein bisschen die Haare wachsen lassen. Hilda sieht nun ein bisschen ganz anders aus. Ignaz hat einen simpleren Schnitt. Ja, der sieht nicht mehr ganz so Bob-Schnittmäßig aus, obwohl es immer noch so ist. Aber irgendwie sieht erwachsen aus, ne? Und Lawrence dachte sich so, oh, Nobles must be strong. Also müssen meine Haare lang sein. Außerdem, ich mag die Charakterimplikation, die wir hier haben. Haus Gloucester, ja? Und ihm ist sein Haus ja so scheiß wichtig eigentlich. Haus Gloucester hat die ganze Zeit das Empire scheinbar unterstützt, ja? Oder war im Namen des Empires noch unterwegs. Trotzdem, trotz allem ist er hier bei uns. Das heißt, er stellt uns über die Familie. So, 22 Verteidigung hast du, ne? Der Typ hat 37 Angriff. Wie viel machst du eigentlich an Schaden? 41. Ich meine, du könntest wahrscheinlich schön angreifen hier, ne? Könnten wir nicht? Ja, Problem ist, dass wir ein bisschen in rote Bereiche kommen. Aber unter Umständen so den Anfangsschuss zu geben, ist definitiv nicht verkehrt. Gönn dir Claude! Mach den fertig! Sehr schön. B plus, nice. Ja. So, will ich euch hier ein bisschen rauslocken? Ich will euch hier ein bisschen rauslocken. So, Hilda, du kannst auf jeden Fall einen erledigen. Übrigens, an unseren Statuswerten sollte sich nicht zu sehr geändert haben, oder? Ich glaube doch, mindestens auf 25 wurden alle angehoben. Wenn die vorher, glaube ich, noch nicht auf 25 waren, dann glaube ich, alle Minimum 25? Ich bin mir aber sehr unsicher, oder waren sie alle mindestens 20? Auf jeden Fall, es sollte sich nicht zu viel geändert haben. Es kann sich ändern, je nachdem, wie ihr spielt. Je nachdem, ob ihr euer Haus trainiert oder nicht, ne? Aber hier scheinbar nicht. Schöner Hit. Yeah. Gute Arbeit, Hilda. Ich bin stolz auf dich. Yeah. Sie ist stärker. Okay, Leonie. Bei dir ist auch nichts anders, ne? Ihr habt auch noch die gleichen Bataillone außer Claude. Der hat halt sein persönliches Bataillon jetzt. 25 Verteidigung plus die 3 sind echt viel, ne? Das heißt, ich kann dich ein bisschen hier durch die Gegend schicken. Oh, das wird super. Schick dich ein bisschen voll in die Menge rein. Ach ja, weil Leonie hier auch ihr Standard-Outfit hat, nehme ich auch mal an, das ist ihre Klasse, die sie haben soll. Das sehen wir auch bei Ignaz, ne? Seht ihr das? Ignaz hat so ein spezielles Outfit an. Und sehe ich das richtig? Lawrence ja auch. Ja, er hat sogar die Rose. Ich denke, das sind halt ihre Canon-Klassen. Bei Hilda, die hat eine dicke Rüstung an. Scheinbar ist es durch ganz ihre Canon-Klasse. Was wäre denn deine eigentlich? Krieger vielleicht? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. Oder Canon-Klasse in Anführungsstrichen, ne? Das ist ja scheißegal. Ihr könnt machen, wie ihr das wollt. So, ich habe aber das große Gefühl, nicht nur möchte ich mein Schwert hier ausrüsten, ja? Wie schwer bist du eigentlich? 7. Ja, mein Bogen ist ein bisschen leichter. Vielleicht habe ich mehr Dodge-Möglichkeiten. Will ich zu sehr von... Ich will vielleicht auch nicht zu sehr, von Erfolg geplagt sein in dem Fall, ja? So, Lawrence, du hast 18 Verteidigung, du hast 22 Verteidigung. 22 Verteidigung gegen die 31er-Typen. Puh, die doublen dich safe, ne? Das ist eine Stahllanze. Wir können 4 Gewicht davon abziehen, also hast du 7 Speed. 7 Speed gegen 19 Speed. Ja, die doublen dich. Das ist mies. Ja, du kannst so oder so auf deine Stahllanze gehen. Lawrence ist direkt bei dir und der wird dir helfen. Ah, wir hätten Speed sammeln machen können. Dann wäre ich vielleicht nicht gedoubled worden. Ich Idiot, ich hab's vergessen. Ah, ich treff nicht. Mies, mies, mies. Pass auf! Er hat gedodged. Aber ich wusste, er doubled. Ich wusste, er doubled. Okay, der doubled Claude nicht. Und er doubled sie nicht, aber er ist schon fucking Level 30. More battles means more strength. Ja, aber hey, mehr Stärke, Kollege. Und plus 1 Verteidigung durch dein Bataillon, ne?
Ja, die sind jetzt alle auf dem Move. Das ist gar nicht gut. Pass auf, Lawrence! 2×14? Au! Au! Das ist ein bisschen scheiß viel, Kollege. Ich wünschte, wir hätten Yuri hier. Habe ich aber leider nicht. Fuck. Oh, jetzt wird es ein bisschen hart. Richtung Ende wurden wir ein bisschen OP und jetzt haben wir kleine Struggle, könnte man sagen. So ein bisschen kleine Probleme. Mach mal einen Lanzenschwung. Hau den weg. Gute Arbeit. Und der Schaden. Der fucking Gegenschaden, ne? So absurd. Nee, du musst da bleiben. Wir müssen ein bisschen die Leute locken. Ja, ich habe hier ein kleines Problem. Wir machen ein Strategem hier runter. Ja? Let's go! Lawrence, du packst das! Yes! Okay. Das hat wunderbar funktioniert. Sehr schön. Du musst jetzt hier stehen bleiben. So, der Bogenschütze kann sich nicht bewegen. Währenddessen knall ich den Typen jetzt ab. Sehr schön, Ignaz. Ich bin so stolz, Mann. Ich wusste es. Schaut ihn euch an mit seinem Cape. Er hat ein Schwertchen dabei. Vielleicht könnten wir ein bisschen Schwertkampf machen. Oh. So. Und wir müssen eigentlich killen. Ja. Habe ich mit meinem Schwert? Habe ich mit Schwert vielleicht gute Fähigkeit zu töten? Nee. Stahlschwert? Auch nicht ganz, ne? Mir fehlt halt wirklich so ein kleines bisschen. Ja gut, dann habe ich auch keine andere Wahl. Ich muss Schöpferschwert benutzen. Ich muss den anderen halt dringend zur Hilfe kommen. So, es geht nicht anders. Oh, mein Speed ist so shit im Verhältnis zu anderen Leuten. So mies. Ah, die Mixturen würde ich ganz gerne behalten, ne? Ja. Jetzt auf einmal muss ich hier fast schon wie in Engage spielen. Ein bisschen mehr denken. Engage of Heart ist übrigens viel schwerer eigentlich als Three Houses. Aber gameplay-technisch sehr fun. So cringe wie Engage auch ist, es ist so ein spaßiges Spiel eigentlich. Aber es ist schon sehr cringe. Es ist schon sehr cringe von der Story. Okay, du warst nur mit 30 Stärke da. Du bist mit 37 da, ja? Damit wir Leonie entlasten können, würde ich sagen... Ich kann nur mit Nimmerfell? Nee, ich kann Schweifschuss machen, ich wollte gerade sagen. Ich werde doch jetzt nicht mit Nimmerfell draufschießen. Nimmerfell. Nimmer viel. Ja, let's go. Yeah. Interessant, dass einige Waffen aus der Allianz... Sind alle Waffen aus der Allianz oder nur ein paar? Zumindest ein paar davon sind ein bisschen deutsch, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeuten soll oder nicht. Nein, ich will nicht Dinge wegwerfen. Deine Heilmittel sind jetzt auch nicht so Bombe. Weißt du was? Wirklich? Nimm mal das eine Schild mit. Bisschen extra Verteidigung ist echt nicht verkehrt, Mann. Vielleicht können wir das uns selbst geben. Das wäre auch nicht verkehrt, denke ich. So, die sind, wie gesagt, nicht so schlimm. Der Assassin war am schlimmsten gerade für Leonie. Und den Rest kann sie da halten. Ja, du hast mehr Verteidigung noch bekommen. Die sind jetzt noch schwächer gegen dich, ja? Guck mal, der kann gar nichts machen. Ich meine, er hat einen Sakralbogen. Der ist gegen Monster gut, warum auch immer, aber... Ne? Hilda hingegen, sie hat nicht wirklich die beste Verteidigung. Mies. Ach, Hilda. Lawrence! Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber trotzdem, ne? Okay, die gehen ganz gefährlich. Ja, Raffi! Was geht? Yeah. Und Lizzie! Wow, it's you. Here, I thought you were dead all this time. Nee. Und Marianne. Could be the professor's ghost? Hey, you're late. Hurry up and help. Meine, es fehlt noch Yuri, aber ansonsten sind wir quasi vollständig, Leute. Wir sind quasi vollständig. Okay, ich muss jetzt gut planen, wie ich den nächsten Shit hier mache. Weil die Bogenschützen, die hier sind, die finde ich gar nicht cool. Weißt du was? Hier ist nur einer in der Gegend, oder? Wenn ich dich hier nicht mehr markiere... Kommst du da? Hm. Okay, Leonie. Du musst den Bogenschützen aus... du musst den erledigen, ja? Der muss dringend weg. Oh.
Sehr schön, sehr schön. Niemand hat was von Sterben gesagt, du? Mach dir nichts draus. So, den Sakralbogen brauchen wir erstmal nicht. Puh, die Map ist ja ganz schön hart hier gerade so. Leider, weil hier ein Bogenschützen ist, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Könntest du den vielleicht one-shotten? Du kannst den one-shotten. So, und dann sind wir in der Ecke safe. Das heißt, wir müssen dringend nach oben. Problem leider hier ist... Übrigens, schönes Outfit von dir, oder? Schönes Outfit. Gute Arbeit. Ich bin stolz auf dich. So. Problem ist, hier oben ist Lawrence echt nicht so gut darin, hier ganz alleine gegen alle zurechtzukommen. Wenn ich mich hier hinstelle, dann ist Ignatz auch noch in Gefahr, ne? Fuck. Und der Assassin gefällt mir auch nicht. Ich muss eine Strategie machen. Attacke, let's go! Okay. Habe ich toll explodiert, ne? So, der Typ. Der eine Assassin geht auf mich. Sehr schön. Gott, weißt du was? Kollege. Kollege Lawrence, du brauchst dringend mal Heilmittel. Dankeschön. Gutes Heilmittel, ne? So, ich werde den Bogenschützen hier mal abknallen. Der muss weg. Gute Arbeit, Ignatz. Ich meine, der hätte sich zwar nicht bewegen können, aber you know... Ein Silberbogen. Ich benutze bei dir sowieso keine Schwerter, also weg mit dem Schwert. Sehr schön. Jetzt sind wir nicht ganz so safe, I guess. Der könnte 18 Schaden machen, ja, auf Lawrence. Nee, wenn Lawrence trifft, also 9 eher, 9. Das heißt, Lawrence hat dann 25? 25, ja. Der Typ macht 30. Boah, dann sind wir tot. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht gerade. Okay. 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 Ich muss den, Ich muss den Schwertkämpfer hier erledigen. Sehr schön. Das ist wichtiger gerade. Scheiß mal auf Heilmittel, Mixtur. Okay, der Typ kann jetzt ankommen immer noch. Der würde immer noch 30 Schaden an Lawrence machen. So, Problem ist jetzt leider. Der kann ja auch 4 Schaden an Lawrence machen, ne? Kann ich nicht einfach hier hin und Strategie machen? Greift er mich ja trotzdem an, ne? For fuck's sake! Kann ich mich nicht hier irgendwie verstecken? Mit einer Eisenlanze am besten. Machen wir das so? Ich habe keine Ahnung, ob das oben da funktioniert. Ich habe keinen Plan, ob das irgendwie zusammenhält. So, du haust den da unten weg. Fuck. Fucking Bogenschützen! Mann, 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 Mann. In den anderen Routen könnte ich meine Lords ganz anders freier bewegen. Es ist nicht so schlimm. Es ist schon ein bisschen mies. Doch, ja, nee. Es ist schon ein bisschen mies gerade im Moment, auf jeden Fall. Wir sind unfassbar limitiert. Heilmittel bitte. Ich bin unfassbar limitiert. Und ich muss halt irgendwie da oben aushelfen. Wir sind so am Arsch da oben. So, Raphael. Wenn der da angreifen wollen würde mit 29 und der da auch noch zum Beispiel mit 31. Ja? Sagen wir das mal so rein hypothetisch. Und deine Verteidigung mit 18 ist nicht die beste. Aber nicht komplett scheiße. Mach mal auf. Sehr schön. Oh. Oh, Level 5. Nice. So, Marianne, sie kann da unten das Ding kaputt machen. Bleib in der Nähe, ja. Wir müssen Raphael da so unterstützen. Er ist auch nicht tanky genug, um das da zu stützen, Mann. Ah, die Positionen sind mies. Schönes Beispiel dafür gerade, wie wichtig einfach mal die Startpositionen auch von Charaktern sind. Ah, der Wald. Der Wald, dankeschön. Dankeschön, Wald. Die extra Verteidigung hat es auch noch gebracht. Ja, seht ihr? Das ist jetzt nicht so wild. Das packt der Raffi. Let's go! Er ist vergiftet. Das ist ein bisschen mies.
nicht so schlimm. So. Ich meine, das war so oder so ein Duell, was du gewinnst, aber... Ist okay. Okay, Silberbogen erhalten. Den Silberbogen möchtest du bitte behalten diesmal. Oh oh, 8 Schaden. Leonie und 8 Schaden. Das ist überraschend viel. We could split into two groups. If we hit them from the north and south, we can trap their leader in a pincer attack. Claude. Ich bin echt nicht in der Situation dafür, einen Pincer Attack zu machen, ja? Wirklich nicht. Wirklich so gar nicht gerade. So, wir machen hier ein Strategem. Let's go. Ich brauche die Strategeme so dringend, ne? Stellt euch vor, man könnte engagen. Okay. Gute Arbeit. Das hast du sehr gut gemacht, Hilde. Also wirklich. Kein Scheiß. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich gut. So, die anderen würden da angeschissen kommen, ne? Hier da oben haben wir eine sehr miese und brenzliche Situation. Komm ich da hin? Ich kann hier hin. Kannst du ihn töten? Oh, bitte! Yes, okay, wir haben getroffen. Ist es? Geht alles nach Plan? Oh, mehr Schutz und Resistenz im Überfluss. Oh. Oh. Fähigkeit Erfahrung ist natürlich auch nice. Aber gerade mehr Resistenz. Oh, 5 Gewicht, aber nee. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für dich, Kollege. Okay. Okay. Oh, wir können miteinander reden. It's been too long. I do want to chat, but first let's handle these criminals. Yeah, das schaffen wir. Ich meine, von mir aus kannst du sammeln. Mein Speed ist scheinbar echt chill. Na, ich weiß, dass du noch kämpfen kannst, Kollege. Eigentlich müsste ich dich eine Runde heilen. Tut mir leid, Lawrence. Ich würde ganz gerne das Gespräch haben, aber wir müssen ja auch ein bisschen strategisch hier handeln, ja? Wir müssen quasi ökonomisch handeln. Ja, machen wir. Kein Ding. Du killst den. So. Ist es wirklich. Und wir haben sogar Gold bekommen. So, was du jetzt machen kannst, ist... du machst eine schöne Heilung, Marianne. Gute Arbeit, Mann. Und Rafi, hau ihm... Ups. Sie hat ja extra Movement. Das war nicht der Plan. Ja, Marianne, box den Typ einfach weg. Box ihn einfach weg, was das Zeug hält. Nee, du bleibst hier stehen. Rafi, du gehst hier hin, ja? Und du machst ihn kaputt, ja? Easy peasy, sag ich doch. Na, alles gut, alles gut. Er hat es schon wieder mal geschafft, habt ihr gehört? Der gute Rafi hat es mal wieder geschafft. Okay. Wenn ich jetzt hier hingehe und den Bogenschützen erledige, der zum Glück keinen Nahkontakt hat, haben wir dort erstmal eine große Gefahr für dich und Hilda hier weg, ne? Das ist auf jeden Fall sehr nice. So, hier würden arsch viele auf einmal ankommen. Ja. Ich meine, man muss es nicht übertreiben. Wie stark seid ihr alle? 30, 23, 23, 31, 25, ja? Du hast halt 26 plus... 3 Schutz, 29. Ja, ich meine, du hältst das eigentlich hier überraschend gut aus, ne? Ja. Wir müssen einen Tausch aber mal machen mit dem guten Claude. Kollege, hätte ich Bock, mir mal ganz kurz eine schöne Mixtur zu geben, damit ich mich mal heilen kann? Danke dir. Okay, wir sind da gut, geschützt. Ja, der macht nichts. Und der wird sogar noch gekrittet. Easy peasy. Und ein Antidot erhalten. Ja, brauchen wir nicht. Alles gut. So, was willst du? Schaden machen? Schaden machen? Hast du mal meinen Support-Bonus gesehen? Das ist so krass. Sie nimmt gar keinen Schaden. Sie hat so viel Verteidigung. Naja, gut. Wir sind jetzt ein bisschen vergiftet. Ist nicht so schlimm. Könnte schlimmer sein, eigentlich. Okay. Immerhin haben wir das jetzt soweit hingekriegt.
So, wie wär's, wenn du das hier erstmal öffnest? Das ist ein wundervoller Plan, ne? Finde ich schon. So, du stellst dich hier hin mit einem Eisenschwert, bitte. Und, Lawrence, du bleibst direkt als Backup hier. Und du kannst jetzt eine Konversation machen. Es gibt viel zu diskutieren, aber zuerst, lass uns mit dem Riffraff. Es ist ein Nobles Duty, after all. Natürlich. Natürlich. Ah, du kannst trotzdem noch Heilmittel benutzen. Ja, dann ist schön. Ja, dann ist ja gut. Dann ist das ja gut. So, Leonie. Hier ist ein nicht autorisierter und nicht markierter und nicht erlaubter Bogenschütze. Den müssen wir auf jeden Fall jetzt eliminieren. Gehör sagt, den müssen wir eliminieren. Und er ist sowas von tot. Für Gerald. Für Gerald? Okay. Let's put it to the test. Sehr schön, sehr schön. Hilda ist zwar ziemlich stark, aber ihr Mangel an Verteidigung ist ein Problemchen hier und da ein bisschen für mich, ne? So, wir haben hier eigentlich eine ganz nette Position, um einige Gegner abzuknallen. Finishen wir mal ein bisschen hier durch. Du machst da einen Finisher. Sehr schön. Sorry, but I must. Na, ist okay. Die am meisten Schaden machen, müssen weg. So, der macht halt nur 23. Der hat halt trotz Strategien... mit Strategien 17 Verteidigung, ja. Es ist nicht der Schlimmste, aber auch nicht das Beste. Oh, das ist eine schöne Sache, um sich aufzuregen, ja. You're making me work? Ein Türschlüssel. Bräuchten wir theoretisch gerade eher weniger, ne? Du kannst sogar hier hin. Da bist du ein bisschen safe. So, hier im Süden ist alles dicht. Alles easy. Alles unter Kontrolle, habe ich gehört. Rafi, ja? Was halten wir davon, wenn wir den hier erledigen würden? Ich halte davon, by the way, sehr viel eigentlich. Persönlich. Ja, machen wir auch. Ey, ich sehe nichts. Oh. Kannst auch nur zwei Schritte gehen und bist dann müde, oder was? Mensch, wo ist Yuri, wenn man ihn mal braucht? Ich meine, Purgativ ist schön und gut und alles, aber ja, deine Range ist absurd. Du kannst leider nicht angreifen. Die Magier sind echt nicht so gut da oben. Oh oh. Ein Schaden, 30 Treffer und er hat auch noch getroffen. Deine Drache ist hier down. Siehst du das nicht? Oh oh. Okay, der will schießen. Nicht so schlimm. Gute Raphael, der tankt das aus. Okay, der will schießen. Das ist ein bisschen ein Problem, finde ich. Finde ich gar nicht gut. Mm-mm. Da sind mehr Bogenschützen. Leonie, du musst die da festnageln, ne? No, wehe, der trifft. Ich meine, der macht keinen Schaden. Dankeschön. 14. 14! Junge! Assassins sind ein bisschen brutal. Okay. Okay. Die beiden sind markiert. So sehr müssen wir vielleicht doch nicht dicht machen erstmal. Vielleicht ist erstmal doch noch ganz cool. So. Mach mal einen easy Wurfballangriff aus der Ferne. Machst du gut? Ich würde sagen, das war schöner Chip-Damage, aber... war nicht mal Chip Damage. Ah, damn. Hilda, du musst ein bisschen mehr aushalten können. Und doublen können. Dein Schlagabtauschpotenzial ist gar nicht mal so gut. Bisschen Gold, dies, das, ganz nice. Okay. Hier kannst du den wegschießen, ne? Gute Arbeit. Der ist down. Genau wie geplant. Okay, das heißt... der gute Lawrence kann hier hin und unter Umständen ein paar Leute hier unterstützen. Wie viele würden dann da ankommen? So, Leonie ist nicht festgenagelt. Du musst hier ein Strategie machen. Okay, mach den Brand. Explodier alles. Kaboom. Habt ihr gesehen? Alle tot? Alle brennen? Feuer tut weh. So. Da ihr jetzt da fest seid, könnte ich mich eigentlich auch so ein bisschen von euch wegbewegen, ne? Theoretisch.
Machen wir das hier hin, ja? Fuck, das Gift. Gar nicht schön. So, Lawrence. Du könntest hier theoretisch einen kleinen Schlagabtausch machen. Sehr gut. Aua. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Mann, alle nur Gift gefressen. Übrigens, hier unten ist noch jemand. Wie handhabe ich das jetzt? So, hier komme ich leider nicht durch, weil ich habe ja keinen Türschlüssel. Ich will aber auch ehrlich gesagt gar nicht zum Boss. Was wir jetzt machen könnten ist, wir machen einen Rückzieher. Marianne, kannst du töten? Windschnitt? Ja, du kannst töten. Sehr schön. Toller Kill. This is for the best, right? Ja, ja, das ist fürs Beste. Absolut. Du hast vollkommen recht, Mann. I won't let this hold me back. Du hast mehr Rest bekommen. So, du hast einen Thronschlüssel. So. Das heißt, wir gehen jetzt gemeinsam hier runter. Und nehmen noch ein bisschen die Schätze mit. Das wäre noch ganz cool. Okay. Ich habe mich noch nicht bewegt als einzige Partei hier, ne? Das ist ein bisschen mies. Nicht so schlimm. Du kannst ein bisschen heilen. Heilen wir mal Lawrence hoch. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so hinkriegen. So, der stirbt ein bisschen durch Brand. Lass Hildas Kopf in Ruhe. Dankeschön. Ja, geht's gut, Chat. Mir geht's gut. Ja, der versucht noch Martumult. Hätte er nicht viel mehr Erfolg, wenn er angreifen würde? Also, sie versuchen auf jeden Fall, mit dem Kopf durch die Wand. Also, wirklich. Weiß übrigens gar nicht, was hier alles an Belohnungen sind. Ich glaube aber, einiges an Schätzen hätte ich schon ganz gerne. Das Gold ist ein bisschen trivial. Aber der Rest ist gar nicht mal so verkehrt. So, du hast einen Angriff von 36, natürlich. Und dein Speed wird sowieso dafür sorgen, dass du dann Raphael outspeedest, ne? Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass du das tun wirst. Schade, dass du nicht für dich selbst sammeln kannst. So. Du greifst Raphael mit 26 an. Da muss ich nicht mal nachrechnen, aber der hat so viel KP. Der packt das. Der gute Raphael, der packt das schon ein bisschen, ja? So, Lizzie ist auch in der Nähe. Ihr macht das. Jetzt wird es immer noch kompliziert. Lawrence, magst du hier nochmal ein Strategie durchführen? So, die Vorderen sind erstmal tot. Die wurden überrannt. Wie die Bogenschützen aussehen, das will ich gerade gar nicht wissen. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Du hast sowieso nicht so viel Speed, also muss deine Stärke das ein bisschen ausgleichen, mein Freund, ja? Deine Stärke muss das ausgleichen, geht gar nicht anders. So, wir müssen hier eigentlich dich ziemlich effizient am besten töten. Komm schon. Machst du Crit? Komm, machst du Crit? Kein Crit. Kein Crit. Assassin wurde nicht gekrittet. Fuck. Okay. Hilda, du One Round ist den nur mit Diamant-Axt. Wenn du triffst, versuch dein Bestes, okay? Komm schon! Sie hat mich getroffen. Ach, Hilda, du machst das schon noch, ja? So, Claude, währenddessen machst du den Assassin down. Gute Arbeit. You got yourself killed. Oha. Krasse Worte, mein Freund. Krasse Worte. Türschlüssel, ja? Da brauchen wir die Übungslanze nicht mehr. Und dann würde ich sagen, mit dem Türenschlüssel kann ich zum Beispiel da den Bereich öffnen, ne? Hier sind wir auch komplett safe. Nice! Okay. Gehen wir hier lang. Ich habe leider keine Schlüssel. Und, Schloss knacken habe ich natürlich nicht gelernt, ne? Natürlich nicht. Ich meine, ich könnte versuchen zu snipen. Oder ich benutze mein Schwert des Schöpfers. Habt ihr beide gleich für Angriff? Lass mal sehen. Du hast 32, du hast 30. Ne, der eine ist sogar schwächer. Der eine kann sich aber sowieso nicht bewegen. For fuck's sake! Kann ich hier wenigstens angreifen? Na, du one-shottest ihn auch so. Okay. Ja, musst du. Ja, ein paar Problemchen, mein Freund. Wir schwächeln.
Nee. Das ist wahr. Es war wirklich nicht der Beste. Das geht doch besser! Okay. Schöner Dodge immerhin. Hilda, bitte. Hilda, bitte. Dankeschön. Okay, Hilda. Du machst den Faustkämpfer jetzt kaputt, ja? Zum Glück krittet der Mann nicht. Bisschen Glück damit gehabt. Wunderbarerweise hast du die beiden Ladies hier. Oh, fuck, Kumio. No! 2x13. Und er hat beide Male auch noch getroffen. Mit 48. Wunderbarerweise hast du ja die beiden Ladies hier, die wahrscheinlich sowieso nahezu alles hier one-shotten, weil hier niemand mit Resistenz da ist. Ugh, das fucking Gift, ne? Übrigens, das Gift kann einen nicht töten. Das ist immerhin was Positives, oder? Man stirbt wenigstens nicht durch Gift. Okay, Hilda, komm, bitte. Danke dir. Don't get used to this. Wie? Wie? Ich hab mich nicht dran gewöhnt. Komm schon. Yep, I'm stronger now. Mehr Speed, mehr Stärke. Sehr schön. Und ich habe noch einen Türenschlüssel. Ich brauche das Zeug, ne? Ja, komm, ich pack die Übungsachs mal weg. Es ist Zeit, dass wir die ein bisschen retiren. Jetzt haben wir das Problem. Lawrence, du bist halb tot, mein Freund. Du musst dringend irgendwie weg. Du hast keinen Schlüssel oder so, ne? Mhm. Okay. Kann ich nicht... kann ich nicht irgendwas Cooles hier machen? Ich arbeite ja erstmal hier dran. So, wie wär's, wenn wir hier ein bisschen Windschnitt da machen? Easy. Easy macht eh sowieso alles kaputt. Goddess, forgive me. Wofür? Du hast nichts falsch gemacht, Marianne. So, hattest du den Thronschlüssel? Nope, du hattest den Thronschlüssel scheinbar nicht. Doch, du hast den Thronschlüssel. Oh, boy. Naja, nicht so schlimm. Warte mal. Da ist ein Bogenschütze, der hätte noch Bock, dann zu uns zu kommen. Geh erstmal hier hin, Raphael, ja? Immer schön Heilfokus. Gönn dir die extra XP. Ist auch nice. Alles cool. Strategie aufgeladen. Wunderbar. Wir gehen dahin. Dann gleich kannst du mit Lizzie tauschen. Lizzie macht die Tür auf. Wunderschön. Wunderbar, wunderschön. So. Hier, ich kann aus dem Vorrat. Das habe ich, by the way, noch nie genutzt. Aber an dem Punkt wird es bitter Zeit, ja? Ich habe zum Glück noch Türschlüssel und Thronschlüssel. Sehr schön. Wir können jederzeit eigentlich als Hauptlord, ja, das geht nicht mit Claude oder so. Nur Bubats kann das, kann in Vorrat reingehen und neue Sachen rausholen. Und genau das nutzen wir jetzt. Mach mal Stahlschwert weg, I guess. Ja, ich brauche Thronschlüssel auf jeden Fall. So, was haben wir hier in dieser Truhe? Eine Silberlanze. Hat sich prinzipiell ja gelohnt. Eigentlich. Ja. So, Kollege. Geh mal auf das Heilfeld, ja? Be smart or I'm finished. Du bist noch nicht finished. Betonung liegt auf noch. Okay, ich überleg gerade. Ich überleg gerade, Leonie, ja? Lass mich denken. Du hast Verteidigung 26 plus... Du hast 29. Der hat 30. Der hat 37 Angriff. Einer von den beiden kann dir wirklich nur... in irgendeiner Form Schaden machen. Du gehst auf diese Lanze... Gönnst dir jetzt eine Mixtur. So. Ignaz ist auf dem Weg. Und der wird dann versuchen, dir beim Snipen zu helfen. Das kann er auch. Wunderbar. Und der snipt schon mal den ersten weg. Wunderschön. Na, siehst du, Leonid? Der hat dich einfach beschützt. Einfach beschützt hat er dich. Ja, ich meine, das machen wir jetzt alles Stück für Stück auf. Hast du einen Schlüssel in der Hand? Du hast einen Türschlüssel. Das heißt... Du machst die Tür auf. Sehr gut. Dann gehst du jetzt hier hin. Und, ich mach gleich die nächste Truhe auf, ja? Pass auf! Ich meine, die 8 waren einkalkuliert. Und wir haben quasi gewonnen, Guys. Wir haben quasi gewonnen. Jagd bei Tagesanbruch. Was ist eigentlich mein Ziel? Der Einheiten? Lage? Lage! Gegnerische Kommandant wird besiegt. Ich darf nur nicht den Typen hier erledigen. Und der bewegt sich nicht. So, Lawrence, geh dich mal hier bitte heilen. Dann stirbst du auch nicht. Ich meine, er kann so oder so hier nicht dran sterben, aber you know. So,
So, schön, dass ich mal keinen Dieb ausnahmsweise dabei habe. Wir gehen in den Vorrat, weg mit der Silberlanze und eher mit Schlüssel. Komm her, Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Thronschlüssel. Und Panzerbrecher halten. Ich meine, ich hatte eh noch einen, aber naja. Naja, was soll man machen, ne? Naja. So, da kommt noch einer an. Raffi, kannst du da so weit alleine durch? Weißt du was, geh mal hier hin. Tolle Eisenaxt. Pack mal lieber das weg. Wir gehen dann hier hin. Du machst einen Tausch mit Lizzie. Du gibst Lizzie mal den Thronschlüssel. Ich mag, wie sie das dunkle Siegel noch im Inventar hat. Verfluchtes Ashia-Schwert. Was? Hoher Crit-Wertträger leidet nach Kampfhandlung Schaden in Höhe von 5 KP. Crit 40? Ich erinnere mich null an dieses Schwert. Habe ich das jemals verwendet? Nein! Man könnte es durchaus benutzen. Trotzdem wild. So, Ignaz. Du könntest einen Bandfight theoretisch machen. Warum kann er eigentlich kontern? Ach, der hat die Range, ne? Von hier aus bist du ein bisschen sicherer. Ja, hier bist du sicherer. Versuch's. Versuch's. Crit. Kein Crit. Na, ist okay. Ist okay. Ich wollte ja auch keinen Crit haben. Ich wollte ja auch gar nicht, dass du crittest oder so. So, Hilda. Du tötest jetzt. Okay. Bist du soweit? Schaffst du das? Hilda! Es war wirklich ein Team-Effort. Du hast recht. So. Du hast Orders. Da unten ist nämlich noch ein Bogenschütze. Zeit für die letzte Mixtur. Miese Brise. Okay, Claude. Theoretisch könnte man dir ja noch was abgeben und dann könntest du nach da unten gehen. Es ist die letzte Truhe, die uns noch fehlt, ne? Alles andere haben wir dann geöffnet. Korrekt. Ist hier nur irgendeine? War ich hier am Anfang was? Nee, ne? Dann haben wir wirklich alles hier mitgenommen. Nein, mussten wir jetzt nicht. Aber schöner ist es. Denke ich. Vermute ich. Finde ich. Lawrence! Langsam, aber stetig heilt sich der Mann da ein bisschen mit. Das wird schon. Der packt das. So, du machst mal hier die Dinger kaputt. Fucking Gift. Lizzie und Marianne sind in der Nähe. Obwohl, Marianne, du brauchst nur Marianne. Lizzie ist da oben beim Boss. Sie killt gleich den Boss. Hast du noch einen Thronschlüssel? Nee, Goldbeutel. Das heißt, einer von euch braucht noch einen Thronschlüssel, ne? So, dann hole ich mir nochmal einen raus. Weg damit. Lagern wir das rein. Ich habe auch gerade keinen Plan mehr, wer noch einen hat. Ich könnte natürlich nachschauen, aber naja. Ist egal. So, hol dir mal das Ding und heil mal ein bisschen. Weil warum nicht? Du brauchst auch noch einiges an Leben. So, Thronschlüssel hast du auch da. Sehr schön. So, wie stark warst du? Du warst gar nicht so stark wirklich, ne? Nur 30. Ach, 30. 30. Ist doch eine Beleidigung. So, Leonie hat das. Ignaz, du kannst eigentlich direkt vor dem Boss stehen. Testen wir mal aus. Ja, du würdest ihn quasi... Du würdest ihn quasi eigentlich sauber killen fast, alleine. Jesus. Lawrence Schild da oben. Ja gut. Dann versuch mal dein Schlimmstes, Kollege. Aua. Raffi, no. Ich glaube, Raphael blutet. Oh, ist das Gift endlich weg? Nee, es ist nicht weg. Okay, du machst hier einmal den Kill. Halleluja, dann sind wir damit auch noch fertig. Sehr schön. Curtsy? Was hast du gesagt? Okay, jetzt warten wir noch auf Claude. Der Rest kann sich dann da oben sicher machen, ne? Du hast eh nichts mehr. Nö. Lösi. Würdest du den... Du würdest den one-hitten. Na gut. Steh nur nicht im Weg, okay? Wir warten noch eine Runde. Also gewonnen haben wir ja quasi. Und Lawrence ist voll geheilt. Toll. Leonie ist auch nicht mehr vergiftet. Auch schön. Kannst du von der Seite die Truhe öffnen?
Ah, die Axt hier. Aber sonst ist nichts mehr, ne? Nö. 27? 28. Ah, Hilda, du brauchst auch noch ein bisschen was an Support, ne? Du brauchst ein bisschen was doch an Power. So, kritte mal nicht. Ja, ja. Wir haben keine Wahl, außer dich zu erschießen, Kollege. Tolles Level up. Ja, Level 28, sehr schön. Machst du auch. Und Hilda, wie wäre es, wenn du ihn jetzt killst? Bei 100% schaffst du das sicher. Und tot. Aufregendes Chapter, oder? It isn't looking good for us. Should we retreat? Oh. Oh. Das habe ich vergessen. So, he revealed his true identity. Catch him and recover the treasure. Oh. Okay, ja, dann kann ich eigentlich. Hat der Typ. Hat der einen Bogen? Ist es das, worauf ich aufpassen sollte? Hast du einen Bogen? Er hat nur ein Silberschwert. Eilring. Ein Ring, der die Geschwindigkeit erhöht. Oh, mehr Speed. Geilo, sag ich da. Okay, wie hoch ist sein Angriff? 32, 30. Leonie ist direkt hier. So, wollt ihr irgendwas gegen Leonie auch machen? Oder wollt ihr jetzt ein bisschen eingesperrter bleiben? Oh, die denken, die haben uns so outsmartet. Dabei stehen die jetzt da und gucken richtig doof aus. Ja. Oh. Ja gut, ich komme nicht so weit, ne? Nö. Aber weißt du, was du machen kannst? Einfach nur, um noch mal extra gemein zu sein, machst du ein Purgativ auf Leonie. Oh. So, du bleibst da stehen. Vielleicht kann ich ja durch die Tür oder so noch einen Angriff hier schaffen. Du kannst tatsächlich angreifen. Ich weiß es nicht. Lizzie hat noch einen Weg gefunden, jemanden zu ermorden. Sehr schön. Du hast sogar Speed bekommen. Sehr gut. Ja. Versucht euer Bestes. Ist er da gerade durch seinen Typen durchgelaufen? Und er hat mich auch noch erfolgreich vergeben. Er hat Claude auch noch erwischt. Er ist nach da unten gegangen, ich sehe schon. Mit 1 KP lebt er. Mit einem KP? Ich meine, natürlich kann er durch Leute durchlaufen. Was habe ich denn erwartet, ne? Dass er das nicht kann? So ein bisschen. Claude, Kollege, Kumpel. Ich glaube, es ist Zeit für einen Schweifschuss. Ja, komm. Erledige den Typen da. Nein, nicht mit Nimmerfell. Was? Nein. Ich habe extra gesagt, Dude, wechsel auf Eisenbogen. Der benutzt fucking Nimmerfell. Was ist denn sein Problem? Was stimmt mit dir nicht, Claude? Habe ich dir etwa gesagt, du darfst was anderes benutzen? Warum hat das Spiel sich gedacht? Nimmerfell? Nimmerfell. Benutze ich mal meine beste Waffe. Nee. Das war ja vollkommen unnötig. Ja, können wir leider nicht. Kannst du jemanden treffen? Nö, können wir nicht. Naja. Leonie, ich erweise dir die Ehre für diesen Kill, wenn du das schaffst. Vielleicht mit der Meisterlanze? Crit? Kleiner Crit? Wie sie critten? Nein? 19 Crit? Nein? Keine Lust? Die hat keinen Bock. Die hat keinen Bock, Leute. Die will einfach nicht. Sie weigert sich. Oh, da muss ich dich ja noch weiter hochreißen. Okay. Komm schon. Dude. Jetzt ist der Crit da. Dankeschön. So. Der Spaß ist vorbei. Genauso wie das Chapter. Und sie ist Level 30. Die könnte wieder promoten.
Mm-mm. Alles gut. Du bist schon sehr weit. Eiring, sehr schön. Mehr Speed. Mehr Speed. Gibt ja auch gar kein Gewichtkosten, ne? Kein Nachteil, gönn dir. Nehmann, Schneemann. Ich bin aufgewärmt. Ich fühle mich gut. War ein langes Chapter bis jetzt, ne? Motivation verklaut, hat ihr Maximum erreicht. Und ja, wir haben immer noch die Motivationsleiste, Guys. Oh. Yay! Jetzt sehen wir sie alle wieder. Thank you so much. Wie geht's euch, Leute? Übrigens, ich bin überrascht. I'm exhausted. What gives, Professor? I was so excited to see everyone again, and then this happens. Ja, passiert. From the long journey. How did it come to this? Let's all take a moment to catch our breath. Hübsche Feder. If you've got the spare time to play with those guys, the least you could do is prepare some tea. Danke für die Hilfe. Wir beschweren es Claw zuständig. We were hoping someone would come to back us up when we started routing the bandits. It seems they've been taking advantage of the church's absence and doing whatever they please here. In any case, I'm glad that all of you are well. That's the spirit, Marianne. That was fun. In fact, I wouldn't mind romping around some more. Let's go! You were alive this whole time, Professor. I am not surprised. In fact, that is why I came here. And it doesn't look like time has rusted your skills. That's a relief. Yeah. I'm just glad everyone's alive and well. Schon ein bisschen empfohlen auf. On that note, let's move this reunion party somewhere else. Okay. Now that we've dealt with those violent bandits, we could potentially use this place as our base of operations again. Ist ja eh verlassen. What do you possibly mean by that? I'm talking about the Lester Alliance taking over Garrick Mach Monastery. After all, it's right in the middle of Fodal. It's a critical strategic location. Yeah. Are you suggesting that we fight back against the Empire? Aren't you getting a bit ahead of yourself? The Alliance is in complete discord at present. And, as leader of the Imperial faction of the Alliance, isn't Count Gloucester, your father, the main cause of that discord? I... Yes, that is true. It was inevitable. Our house's territory is close to Imperial land, after all. Es ergibt Sinn, warum er das sagt. Aber wir haben ja einiges gelernt, dass scheinbar Haus Gloucester, vor allem wie Lawrence wahrscheinlich auch dafür erzogen worden ist, so ein bisschen Power Struggle mit Regan immer hatte. Die beiden sind ja ungefähr so auf derselben Ebene in Einfluss wahrscheinlich, oder fast auf einer sehr ähnlichen Ebene in Einfluss in der Allianz. Sie sind beide sehr groß, sie haben beide sehr viele Territorien und Ländereien, wie er sagt, ne? Sehr viele Lords, die verschiedene Fraktionen halt immer supporten und verschiedene Aufgaben übernehmen. Regan ist halt aber immer der Anführer der Allianz. So, ansonsten wäre halt Gloucester in Frage gekommen. Aber Gloucester grenzt ja tatsächlich der Allianz an. Erinnert ihr euch an das eine Mal, als wir diesen einen komischen, mit dem hier, strudelmäßigen Schnauzbart-Typen da bekämpft haben? Ihr wisst noch, irgendwas mit A. Ich hab seinen Namen wirklich vergessen. Wo Lawrence sich um eine gewisse Dinge, um Ländereienstreitereien kümmern musste. Ja, das war ja auch ein bisschen direkt an der Grenze vom Empire essentiell. Das heißt, es ist logisch, dass die sich denken, fuck. Ja, es ist besser wahrscheinlich, sich denen anzuschließen, wenn die schon das Holy Kingdom von Fargus einnehmen konnten. Aber die anderen denken sich so, nope, wir wollen unsere Unabhängigkeit. Die lassen halt nicht nach. Aber es ergibt Sinn irgendwo, dass die sich natürlich dann mit denen einlassen, von allem, was wir bisher wissen. Had we not consented to vassalage under the Empire, they would have invaded immediately. Ja. Naturally. And to be clear, I have no problem with your house maintaining its imperial ties until we're sufficiently prepared to revolt. The Empire is the cause of the infighting. If we rid ourselves of them, the situation should resolve itself. Absolut. That's why I'm thinking we should make this our base, raise up an army, and stir up some trouble for the Empire. Okay. Now you're talking. Sounds like fun. So then, Mr. Leaderman, does this mean you intend to rope us into your little scheme? Klar. Was meinst du mit Anführer der Allianz? Oh, ja, Ah, my grandfather passed away. That means yours truly is officially the leader of the Alliance. If we had a more reliable leader, perhaps the Alliance would not have been divided.
Think what you will. All I need to know is if you're in or you're out. I'm happy to lend a hand. I won't let those Imperial dogs set foot in Alliance territory. Yeah! I couldn't bear it if my village got caught up in the chaos of war. I'll fight too. I've got to protect my little sis. Natürlich. I will join as well. After all, House Ordelia was once dragged into an Imperial revolt. It ruined us. Of course. I understand your motivation. I'll fight too. It's time to take responsibility for my own future. I don't want to run anymore. Aww. I hope I'll be of use to everyone. Aww, character development from Marianne. We can do anything if we work together, Marianne. What about you, Lawrence? Are you going to go back home to your scary father or what? We cannot rely on Claude's scheming to lead us to victory. Therefore, I will remain. Das ist schon ein bisschen Zundere-mäßig, ne? It is my duty to ensure Claude does not worsen the situation in the Alliance. All of us are fighting for a different reason, but we share a common enemy. Yeah. If we don't act, the Empire will crush us eventually. I say we stop them before they have the chance. Yeah! So, Teach, will you help as well? Klar! Würde lieber Rhea suchen, als zu kämpfen? Ich werde darüber nachdenken. Ich würde mitkämpfen, Mann. All the more reason to join us. Admit it, you're not going to be able to do much on your own. With you on our side, the Church will join us as well. That makes fighting the Empire a moral cause, which means it'll be easier to rally support. Above all, your knowledge and strength are indispensable if we hope to stand a chance against the Imperial Army. Übrigens, erinnert ihr euch daran, was Rhea gesagt hat? Wenn ihr was zustößt, liegt die Verantwortung bei uns. Wir sind quasi der Anführer der Kirche aktuell. Es ist nicht wirklich was da, aber technisch gesehen haben wir gerade Regentschaft, I guess. Without you, my schemes are nothing. Just words. Please, take all of that into consideration as you decide. You're really laying it all on the table, aren't you, Claude? Well, all that aside, this place is a mess. We can't very well make our base in a ruin. And repairing it sounds like a lot of work. I wonder if anyone would be willing to help us out with that. Das wäre cool. Irgendjemand? Bisschen Hilfe? Kennt ihr euch aus, Dinge aufzubauen, hä? Das war ein riesigen Dom und so ein Shit reparieren. Can it be? You were alive all this time? Das ist genau das, was mich gewundert hat. Nämlich... Normalerweise... Boah, bin ich jetzt bescheuert oder nicht? Normalerweise ist Seteth jemand, der auch dazu stößt in den anderen Routen im letzten Chapter. Und das ist eigentlich, soweit ich mich erinnere, der Punkt, wo er eigentlich offiziell deiner Gruppe dazu stößt. Ich bin verwundert, dass er im Chapter davor schon dabei war. Ich müsste überlegen, war das? Habe ich das immer übersehen? Ich weiß auf jeden Fall, er ist immer da in anderen Routen. Nur hier nicht. War interessant. Oh, interessanterweise kann ich auch sagen, niemand hat gefehlt. Ich dachte, Lawrence wäre zum Beispiel jemand, der fehlen würde. Aber niemand hat gefehlt. Außer halt Yuri, aber das ist klar. In anderen Routen kann es durchaus vorkommen, dass jemand mal fehlt. Glaube ich. War das auch bei Black Eagle so? Ich bin gerade echt am Überlegen, aber ich glaube, ja. Ja, ich glaube, da war was. Oh, hi! Professor! Sarah ist auch da! So good to see you again. Und Dave Lane. And I were worried about you. We've been looking everywhere for you. But I see Lady Rhea isn't with you. Damn. Nee. Everyone was real worried about you, Professor. Er ist so groß geworden. Cyril? Is that you? You've grown up, kid. Have you been looking for Rhea with the Knights? Of course. Without Lady Rhea, I don't belong anywhere. Cyril, that's not... Never mind. We'll figure it all out. Huh? Ich bin wirklich interessiert an Claude's und Cyril's Story. Was macht ihr hier? It has been 5 years since Lady Rhea disappeared. We have devoted all of our energies to finding her. Mm. However, without being able to set foot in Empire territory, we are at a standstill. Yeah. We had hoped that perhaps the Archbishop would return here on this day. That of the long-awaited Millennium Festival. Unfortunately, that doesn't seem to be the case. Though I don't suppose you had very high hopes in that regard.
Even if she were able to return here, with the monastery in ruins, I don't think she would have felt safe enough to do so. Right, Hilda? Yeah, this is an important location for the church. To think you've left it in such a state. Oh, die Gläubigen betrauen diesen Zustand ebenfalls. I agree. Maybe we left it alone for too long. We must do something about this. Warum ist da ein random Ritter? Hätte man da nicht... Naja, wahrscheinlich ist Gilbert irgendwo in Fargus, oder? Nehmt mal an, der kommt ja aus dem Königreich, falls ihr euch dran erinnert. Der wäre ja am ehesten so ein Festungsritter, so ein dicker, gepanzerter. Alois hätte hier stehen können. Was ist mit Alois? Leute, wo ist Alois? Am Anfang mochte ich den Typen übrigens gar nicht, aber jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt mache ich mir Sorgen. Shamir ist auch nirgendwo. Shamir weg? Na. Ich meine, die wollten wahrscheinlich nicht alle hier reindrücken. Ey, Ignaz, warum tust du so, als wärst du Part des Teams hier? Du bist auf unserer Seite, komm hinter uns, Mann! I can clean this place up like new. It's not fit for Lady Rhea like this. Yeah. And leaving this place in ruins affects the safety of this area, too. Then let's do it. If we all work together, we can restore the monastery to its original beauty. We will require the aid of skilled craftsmen, too. I shall seek out any such individuals who are willing to return to Garrett. Ach, das wird schon. Fantastic! I'll figure out how to split up the work, and then we can get started. Yay! Und, wenn ich mich nicht täusche, war das das Kapitel. Und, ja, jetzt heißt es, ihr habt gesehen, der Title-Screen ist immer ein bisschen anders, aber wir haben immer noch die schönen Monatsangaben. Es wird sehr ähnlich sein. Ich weiß nicht, wie lange Monastery-Erkundungen jetzt noch sind. Ich meine mich daran zu erinnern, in Part 2 sind die sehr, sehr, sehr kurz. Man kann sie quasi komplett skippen. Das heißt, dass wir ab jetzt wahrscheinlich vielleicht immer so 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen... Ah, wir haben ja auch noch Supports, ne? Ja, schwierig. Ich könnte längere Parts machen oder kürzere Erkundungsparts und dann die Chapter machen. Ich muss mal schauen, wie ich das einteile. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf Part 2. Ihr merkt, die Dinge sind ernst. Die Story haut jetzt richtig rein. Und erobern wir Foudland zurück. Oder zumindest, was heißt zurückerobern? Machen wir wenigstens das Empire wieder fertig, sodass wir eine Balance aufstellen können. Vielleicht können wir das Holy Kingdom of Fargus wieder herstellen. Mal gucken. Bis dahin. Tschüss.